Ja, hallo meine lieben Geolieben TV, also sehr schön, dass du hier wieder mit dabei bist zu diesem neuen Video. Ja, die Frage, die sich die letzten Wochen immer wieder gestellt hat, gerade für mich, kann der Coronavirus an Geolieben TV vorbeiziehen oder kann er es nicht? Offensichtlich kann er es nicht, sonst würde ich jetzt gerade mal nicht darüber reden. Es gibt immer wieder Menschen, die natürlich auf mich zukommen und sagen, hey, magst du nicht auch mal was darüber machen? Wie ist deine Meinung dazu? Wie schätzt du das Ganze ein? Ich grübel und grübel, denke mir dann sehr oft, na, ich lasse das Ganze lieber, weil es gibt so viele Menschen, die hier Meinungen dazu haben, die hier öffentlich dann kolportiert werden. Jeder hat ein bisschen was anders und da wird so ganz, ganz viel dramatisiert, ganz viel aufgebauscht. Jetzt hat sich das für mich aber gut gesetzt und ich habe halt einfach die Eindrücke um mich aufgenommen, in meiner nächsten Umgebung natürlich, was so auf YouTube los ist, was generell in den Medien darüber so los ist, und das werde ich heute hier im Video ein bisschen kundgeben, aber du weißt es eh, das mache ich dann meistens nach dem kurzen Intro. Bis gleich. Ja, meine Lieben, da bin ich wieder. Es geht ja eh immer ganz schnell. Ja, das Letzte, was ich so über den Virus gehört habe, ist ein kurzer Ausschnitt von Joe Conrad. Das Video war eigentlich ziemlich lang, aber muss sagen, nach einer halben Stunde, da hat es mir dann eher gereicht. Ich habe mir auch einen indischen Guru hineingezogen, der aus meiner Meinung nach eine sehr erfrischende Sicht, positiv, alles ist super, sondern der ist eigentlich relativ menschlich, sieht das Ganze, wie man damit umgehen kann. Ich habe mir was über Heiko Schranger geschaut, auch natürlich über die Mainstream-Medien, vor allem auch dann von der Bild-Zeitung habe ich was gesehen, dieses und jenes, und ja, habe das Ganze halt jetzt einfach mal zusammengefasst und generell sowieso, wie ich aus meiner Sicht damit wie ich damit einfach auch umgehe. Der Joe Conrad hat Unterlagen, Geheimunterlagen zugesteckt bekommen. Der Heiko Schrang hat auch Unterlagen, die man einsehen kann. Also alles ist da irgendwie immer wieder, es wird was zugesteckt. Da gibt es jemanden, der was preisgibt. Beim Heiko Schrang ist es ein Schriftstück von der Bundesregierung, ein Masterplan aus dem Jahr 2012, in dem schon vom Virus die Rede ist, ersten Ausbrüchen, wirtschaftlichen Veränderungen, Eingriffen in die Grundrechte etc. und so weiter und so fort. John Conrad schlägt in eine noch wesentlich beängstigendere Kerbe, sage ich jetzt mal. Joe Conrad hat anscheinend ein Schreiben eines hochrangigen chinesischen Offiziers zugesteckt bekommen, welches aber auch von irgendjemand anderem sein könnte. Das muss man halt auch mal in Frage stellen, weiß man halt einfach nicht. Und in dem Schreiben geht es so mal darum, so roundabout, dass die USA und China sowieso schon seit langer Zeit zusammen packeln, wie man das in Österreich sagt, und dass dieser Virus grundsätzlich zur Dezimierung der Bevölkerung entwickelt wurde. Laut diesem Schreiben gibt es auch auf der ganzen Welt seit vielen Jahrzehnten schon keine Atomwaffen. Das haben sich die Supermächte untereinander ausgemacht. Aber sie möchten halt, dass das Volk eben weiß, glaubt, dass es diese gibt und halt in Angst gehalten wird, so in die Richtung. Ja, das sind so, ist so diese Schreiben da so in die Richtung. Aber der Coronavirus ist anscheinend dazu da, um eben die Menschen hier zu dezimieren. Aber viel mehr möchte ich da auch jetzt gar nicht mehr dazu sagen, weil es natürlich auch eines macht, auch wenn hier die Wahrheit vielleicht verbreitet oder zumindest Teilwahrheiten, was auch immer, keiner weiß, wo das Schreiben wirklich herkommt. Ja, und ich sage bewusst Teile von Wahrheiten, wenn es schon sein könnten, weil es auch hier so ist wie bei dem Spiel Stille Post. Das werden wahrscheinlich die meisten kennen. Stille Post, in dem Spiel merkt man immer wieder, wie sich wirklich eben Anfangsaussagen von Mal zu Mal
einfach schwer verändern. Und zum Schluss kommt dann meistens etwas komplett anderes raus, als was am Anfang eigentlich gesagt wurde. Und das ist natürlich in unserer Zeit, in der Phase der Medien, die natürlich sehr schnell was verbreiten. Jeder sagt wieder was dazu, jeder lässt was weg. Es ist aus meiner Sicht dann meistens so ein bisschen eben wie dieses Stille Post-Spiel. Und da wird dann so wahnsinnig viel verbreitet, was am Anfang überhaupt gar nicht am Blatt gestanden ist. Ja, es werden dann einfach wirklich so albtraummäßige Szenarien verbreitet, wie sie einfach von diesen sogenannten Schreiben bei Joe Conrad geschildert werden. Und in dem Falle kann ich da echt nur sagen, ob wahr oder fake, ist für mich gar nicht mehr so relevant, da es vor allem darauf ankommt. Ich kann es sowieso nicht beeinflussen, stimmt's, stimmt's nicht, ja, aber es kommt vor allem darauf an, wie wir die Dinge im Leben sehen und einfach selbst für uns bewerten. Ja, das ganze Weltgeschehen ist zudem sowieso wesentlich komplexer, als es in ein paar solchen Schreiben und von ein paar Menschen erfasst werden kann. Und in dem Falle sehe ich so, und das ist auch ein natürlicher Schutzmechanismus des Menschen, wenn ich zum Beispiel alles Elend oder viel mehr Elend dieser Welt einfach auf einmal erfassen würde, dann hätte man einfach keine Lebenslust mehr. Und wenn ich hier an diesen einen Brief glauben würde und die Dramatik und Angst eben, die auch der Joe einfach hier auch, die auch wahrnehmbar, spürbar ist bei ihm, wenn ich das alles aufnehmen würde, was sicher viele Menschen machen, dann würde das meine Lebensqualität massiv beeinträchtigen. Und das heißt jetzt nicht, dass ich hier einfach vor allem wegschaue. Ja, es ist nicht das, dass man vor allem wegschaut, sondern dass man einfach wirklich auch hier intelligenterweise einfach aussortiert. Vor allem, wenn ich gar nicht weiß, ob das alles stimmt. Also ich weiß nicht, wie viele Menschen das sich mit Informationen eben vollstopfen, deren Wahrheitsgehalt wahrscheinlich unglaublich niedrig ist und trotzdem eben sich dann ihre Schlüsse ziehen und dann natürlich emotional darauf reagieren. Ja, und schlussendlich geht es immer um Angst, die, egal ob aus guter oder eben aus sogenannter böser Absicht, verbreitet wird. Und das ist schlussendlich meiner Meinung nach, sind all diese Auswirkungen, die wir jetzt einfach sehen, fängt an mit jährlich immer dramatischer werdenden Warnungen vor einem neuen Virus, die unglaublich schnell und immer schneller und massiver verbreitet werden einfach. Und die Maßnahmen werden dann, wie man jetzt einfach auch beobachten kann, immer krasser. Ja, jetzt geht es schon um Hamsterkäufe, Kasernierungen, also es werden Ortschaften gesperrt oder man muss Angst haben, Ausgangssperren, vor denen muss man schon Angst haben. All diese Maßnahmen rufen natürlich viele investigative, sogenannte Journalisten einfach und Medien auf den Plan. Viele Theorien werden verbreitet, manche wohl wahr, manche wohl eher nicht. Es gibt geheime Dokumente oder geheime Schriften, die einem zugesteckt werden. Ja, wiederum wird nur eines gemacht dabei, ein großer Schwall von Angst, von Unruhe und nochmals Angst wird mit diesen Dingen einfach verbreitet. Ich will es nicht in Frage stellen, ob das wahr ist oder nicht, das kann ich einfach auch nicht. Ja? Aber es wird mit allen diesen Meldungen wird die Angst geschürt und der Husten natürlich, sodass dann auch jene bald davon angesteckt werden, welche das Ganze wirklich bisher oder wirklich sehr, sehr lange mit sehr vernünftigem Hausverstand einfach auch betrachtet haben. Und da wird die Angst vor einem Virus, dessen Mortalitätsrate eigentlich mit 2% ja weit unter der Influenza liegt, der Virus, der von Virologen, ja, von namhaften Virologen heißt er immer, als ganz normal, ähnlich bei einem Grippeverlauf bezeichnet wird, der sich also wie viele andere neuen Viren vom Tier durch Mutation auf den Menschen übertragen hat und deshalb auch
anfänglich mal nicht bekämpft werden kann oder so gut behandelt werden kann, weil sich einfach unser Immunsystem einfach drauf einstellen muss. Das ist schon klar, ein neu mutierter Virus, auf den muss sich natürlich das Immunsystem einstellen, hat es am Anfang natürlich noch nicht die Möglichkeit. Und dann ist es natürlich ein bisschen dramatischer und es wird halt dann wahnsinnig überzogen dargestellt. Ja, auch diese Menschen laufen dann einfach bald mit Gesichtsmasken herum und waschen sich 20 Mal am Tag ihre Hände. Natürlich ist es gut, sich die Hände zu waschen, vielleicht im Augenblick wirklich öfter mal, aber da entwickelt man ja wirklich Neurosen, das ist unglaublich. Desinfektionsmittel sind ausverkauft und so weiter und so fort. Ja. Was schaut einfach dabei raus? Hier kann man nur sagen, Angst, Angst und nochmal Angst. Also Angst ist einfach ansteckend, genauso wie ein Virus. Und das ist meiner Meinung nach der wesentlich größere, gefährlichere Virus, nämlich Angst. Ja, ein weiterer Umgang bzw. Erklärung eines Gurus mit dem Namen Ishi Sadhguru, habe ich am Anfang schon erwähnt, hat mir grundsätzlich sehr gut gefallen, und zwar in aller Kürze, weil der die Angst einfach rausnimmt. Der sieht das Ganze als einen Virus, der wie alle anderen eben bekämpft werden muss und der deshalb entsteht, weil Menschen, die mit Tieren zusammenleben, hier einfach dafür sorgen, dass sich ein neuer Virus auf den Menschen übertragen kann. Doch schauen wir uns einfach mal auch an, wie eben ein neuer Virus überhaupt es schaffen kann, in den menschlichen Körper zu gelangen. Ja. Grundsätzlich muss man einfach mal wissen, der Coronavirus wurde 1960 schon entdeckt, also das ist nichts Neues, und er ist ja nicht nur ein Virus, ja, sondern ein Virusstamm, ein ganzer Virusstamm, und wie eben auch schon damals der SARS-Virus, der sich ebenfalls um 2002, 2003 ebenfalls eben aus China kommend entwickelt hat und der eben durch eine Fledermausart und sich dann über diese Schleichkatze eben übertragen wurde und von da aus dann über den Menschen natürlich in die Welt sich ausbreitet. Ja, und da ja nun gerade auffallend viele Pandemien gerade in Asien und vor allem auch in China ihren Anfang haben, liegt die Vermutung schon auch nahe, dass eben gerade hier die Viren von den Haustieren, vor allem auch Geflügel, auf den Menschen überspringen und dann mutieren. Ja, Asien ist halt einfach auch so eine Gegend, wo halt viele, viele Menschen leben, viele von der Landwirtschaft, die haben ganz viele Tiere um sich herum und die essen halt dann auch die komischsten Tiere, die es bei uns nicht am Speiseplan gibt. Und ja, da liegt natürlich auch die Vermutung nahe, dass eben gerade hier die Viren von den Haustieren eben vor allem, wie schon gesagt, von Geflügel und anderen Tieren auf den Menschen überspringen. Ja, und dann mutieren, die müssen mutieren, was einfach bei einem Virus einfach mal leicht passieren kann und dann eben in die menschliche Zelle hineinkommen können. Als nächsten Schritt muss dann der Virus die Fähigkeit eben auch wieder erlangen, sich mit Hilfe seiner Wirtszelle eben zu vermehren, weil ein Virus kann natürlich alleine nicht leben, ist ja auch kein Lebewesen, der braucht einen Wirt dazu, der Virus, damit er sich weiter vermehren kann. Ja, im Falle Corona ist es nun so, dass der Virus nicht auf die DNA, sondern auf die RNA zugreift, was wesentlich einfacher für den Virus ist, aber eben genauso ungut. In der menschlichen Zelle ist der Virus jetzt mal angekommen und fähig, sich zu vermehren. Von nun an ist es halt man relativ einfach, sich dann eben auf den Menschen zu übertragen. Und da gibt es dann halt Fälle, die halt mal schnell einschlagen, weil natürlich dann Menschen mit dem Virus noch nicht wirklich super gut umgehen können. Aber wie gesagt, die Mortalität, die Sterberate von den Betroffenen ist halt 2% und geringer als wie bei der normalen Influenza. Ja, wie sollten wir also mit der ganzen Virenangelegenheit nun umgehen? Ja, ein offenbar führender deutscher Virologe meinte bei einem Bildinterview, habe ich mir auch angeschaut, ja, warum nicht, dass das Ganze grundsätzlich nicht so wild sei, wie es ein anderer Virologe am Tage zuvor dargestellt hat. Er meinte, der hat wohl etwas übertrieben.
dieser Virologe, also der das in der Bild noch einiges revidiert hat, er wies einfach darauf hin, dass eben die Todesrate grundsätzlich bei ca. 2% ist, 2,2%. Also von 100 Infizierten sterben 2 und davon sind wirklich an die 85% in einem höheren Alter, so um die 70er und plus herum und haben eben auch schon eine Herz- oder eben Lungenerkrankung. Ja, also die meisten, die es wirklich erreicht, ja, es ist halt normal, es ist halt leider natürlich so, sind halt dann die Älteren und die Schwachen natürlich. Natürlich können es auch Kinder sein, vor allem immer wieder kranke Leute, die einfach schon angeschlagen sind, wo das Immunsystem sowieso schon einfach zu kämpfen hat. Ja. Die meisten Krankheitsverläufe, sagt er dann weiter, sind eher wie bei einer normalen Grippe. Also man muss nicht in Panik verfallen, es muss kein Mensch sofort in die Notaufnahme. Also die sind und verlaufen wie bei einer normalen Grippe und das Ganze wird sich dann im normalen Fall zu Hause wie bei einer Grippe einfach auch auskurieren. Ja, auf eine Frage, wie es bei Immunvorerkrankungen aussieht, meinte er, dass man hier natürlich auch vorsichtig sein muss und sollte sich dann mal eine Lungenentzündung ausbreiten, entwickeln, sollte man hier die Lungenentzündung genauso behandeln wie jede andere Lungenentzündung auch. Und hier muss man dann natürlich ins Krankenhaus, das ist schon klar, und die müssen dann damit natürlich auch umgehen. Aber er sagte ganz klar, da ist schlussendlich auch nicht viel anders, als eben, wenn man eine Lungenentzündung einfach auch hat. Und für jemanden, der eine Autoimmunerkrankung hat, ist es sowieso klar, dass da die ganze Sache wesentlich sensibler ist. Ich möchte hier überhaupt nichts hinunterreden. Ich möchte hier einfach nur die Dinge wiedergeben, wie sie halt dann einfach schlussendlich auch sind und wie es auch für mich ganz klar und sehr logisch ist, in die Angst treiben lassen und sich selbst in die Angst treiben und sich impfen lassen und was auch immer, was alles tun und den Vorteil, den ich habe, dass ich nicht von der Angst aufgefressen werde. Ja, hier habe ich einfach auch ein ziemliches Vertrauen in mein CBD und auch ins CDL, also MMS, Cannabidiol und Chlordioxid. Wie gesagt, habe ich auch vor einer Woche noch eine CDL-Kur gemacht, mehr oder weniger für eine Woche lang, werde das in den nächsten Tagen wieder tun, aber hat eigentlich mit dem Virus nichts zu tun, es hat jetzt einfach auch zusammengepasst, aber in diese Dinge habe ich Vertrauen, CDL, CBD, das nehme ich halt dann einfach auch bei Zeiten und ich weiß einfach, wenn das nicht hilft, was soll dann noch helfen? Ja, und auch dieser Virus wird sich verabschieden wie jeder andere. Das ist meine Meinung, so wie es aussieht zum Beispiel. Die TBC ist also die Lungentuberkulose wieder wesentlich vermehrt in Anmarsch und da schert sich auch keiner darum, da redet auch keiner darüber. Warum auch immer. Ja, das, was mich schon beunruhigt, ist, dass das Tamtam, das Drumherum, die Hamsterkäufe, dass Ortschaften gesperrt werden, vor allem die Angst, die hier entsteht, die plötzlich wesentlich größer ist, das Ganze, was man plötzlich macht, wesentlich größer als in den Jahren zuvor. Das ist es eigentlich, vor dem ich mich ein bisschen grusel, weil wir Menschen uns selber so unglaublich in diese Dinge hineinmanövrieren, obwohl es eigentlich absolut klar ist, was dieser Virus ist oder wie gefährlich er ist. Die Menschen lassen sich in die Angst reintreiben und treiben sich selber hinein. Und das besorgt mich. Angst ist einfach kein guter Lehrmeister und schon gar kein guter Wegweiser, wie uns auch die Vergangenheit immer wieder zeigt und das eigene Leben. Ja, Angst sorgt dafür, dass wir uns noch mehr abgrenzen, noch mehr an Vorsichtsmaßnahmen etablieren, noch mehr das eigene Denken an die da oben abgeben. Wir lassen uns noch viel leichter regieren, kontrollieren. Das ist einfach das Ergebnis. Ich sag's mal so, Menschen, die sich an und für sich mal ihrer eigenen Angst, die sie einfach schon ein Leben lang herumschleppen, der sie sich mal hingeben sollten, der sie sich mal stellen sollten. Diesejenigen sind es dann, die oben die Gesetze, die Kontrollmechanismen erfassen, weil sie eben ihre eigene Angst auf das Volk übertragen. Ja, es ist halt nur zum Schutze, heißt dann natürlich. Und diejenigen, die sich in der Angst
gerne kontrollieren lassen, von der Angst gerne kontrollieren lassen, sollten an und für sich mal an die Selbstverantwortung gehen, an ihre eigene Selbstverantwortung gehen und lernen, dass sie selbst für sich verantwortlich sind und niemanden brauchen, dem sie Verantwortung einfach übergeben müssen. Ja, doch, das ist halt einfach mal viel bequemer. Das ist eigentlich meine größte Sorge, dass die meisten Menschen einfach nicht die Selbstverantwortung für sich übernehmen und immer wieder die anderen beauftragen. Die erstellen dann halt Kontrollmechanismen, die machen das immer natürlich nur zum Wohle der Menschen, weil viele einfach auch da sind, die das einfordern, weil sie eben ihre eigene Selbstverantwortung nicht wahrnehmen. Ja, deswegen können die da oben auch über die da unten Gesetze und Kontrollen erlassen. Ja, meine Lieben, das Ganze ist hausgemacht, wie gesagt, aus meiner Sicht. Bleibt mir gesund, werdet gesund. Ihr wisst eh, was wichtig ist. Die Selbstverantwortung und dann einfach schauen, was kannst du dafür tun, und du hast viele, viele Dinge an der Hand. Wie gesagt, jeder soll es für sich selbst entscheiden. Das ist meine Meinung, so gehe ich damit um, und jeder muss in seine eigene Selbstverantwortung kommen. Das wäre so das wahnsinnig Wichtige dabei. In dem Sinne, ich habe euch lieb, wir sehen uns beim nächsten Video. Alles, alles Liebe von hier aus, euer Geo. Baba, ciao, tschüss und Servus.